Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer Folge von Castle Gleich. Heute zeige ich euch mal meinen Account. Ich weiß, die schwarzen Balken am Rand sind sehr nervig, aber ich glaube, über die kann man schon hinwegsehen. So, ich habe hier mein Medon verschieben, weil ich halt der fünften war. Ja, sorry, das ist halt schon, keine Ahnung, 4 Jahre oder so her, so seit 4 Jahren habe ich den Account schon. Ich mache den jetzt momentan zusammen mit Lord Engine, aber ursprünglich war es meiner, jetzt ist es unserer, aber hauptsächlich immer noch meiner, also keine Ahnung, ich habe immer noch 70% oder so. Also an sich ist es meiner, aber das Engine darf halt auch drauf spielen, so, fertig. Ihr seht hier eventuell, wir haben schon 17.000 Gems hier gerade, der Großteil davon ist sogar free to play, was ich sehr geil finde. Ich würde sagen, ich gebe jetzt sowieso nichts Gutes. Wir schauen uns einfach mal das Lagerhaus an, damit ihr euch so ein bisschen freuen könnt auf das Gemroll, wenn ich das noch mache. Hier erstmal, damit können wir Helden, die wir bekommen, ganz gut hochziehen. Ich habe auch noch genug Splitter, um den Helden dann ein paar Tagen zu gravieren. Also, ja. Hier haben wir erstmal ein paar wunderschöne Champions, ein Eros, ein Immortip, ein paar Donnergötter, keine Ahnung, auch die in Arias. Hier ein paar Pixies, da eine Harpienkönigin, eine Candy Cane, eine Lady Leo. Oh Gott, schon irgendwie traurig, dass ich die Helden scheiße finde. Dann haben wir 3 legendäre Karten, die finde ich schon mal ganz nett. Dann haben wir 25 von denen und so weiter. Dann haben wir hier noch die da, die würde ich jetzt ganz gerne mal öffnen, aber das mache ich nicht. Jetzt will ich euch mal voller Stolz unseren Heldenaltar zeigen. Ich muss mal kurz sagen, ich meine nicht, dass das jetzt der geilste Account wäre, aber ich finde, er ist schon ziemlich geil. Hier haben wir einen. Vlad Dracula mit 8 Sternen evolviert, Level 160, also finde ich auf jeden Fall ganz ordentlich, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, würde ich sonst wirklich sagen. Mit einer 6 von 8 Steinhaut, manche sagen jetzt Steinhaut wäre nicht so gut, auf dem, der kann sich richtig gut hochheilen, von, ja hiermit jetzt nicht so unbedingt, aber insgesamt kann er sich einfach mega gut hochheilen, da ist das schon ziemlich stark, bloß noch mit einem Gargoyle und ja. Hier haben wir meinen Kürbisherzog, der ist auf Level 140. 7 Sternen evolviert, ist ja glaube ich klar. Und ja, ich glaube, die Pets muss ich nicht vorstellen. Hat hier ein 6 von 8 Berserker. Ich finde das besser als ein 5er Quicken. Ganz einfach, weil halt ja, 40% schneller ist. Das heißt, mit anderen Worten, wäre es so wie ein, ich glaube, 2er Quicken. Aber das ist halt für die ganze Schlacht. Deswegen ist das, finde ich, jetzt immer schon ein Reich. Ist so direkt gegeneinander. Zwar schlechter, aber in Raids finde ich das auf jeden Fall viel cooler. Ach, und ich glaube, die Ruhe muss ich nicht vorstellen. Dann haben wir hier einen Arius da, glaube ich, muss ich dem mal ein paar Essenzen geben, damit er ein bisschen kräftiger wird. Aber ihr scheiß Essenzen, los! Sorry, die wollten halt einfach nicht. Jeder ist egal. Ich habe sowieso noch genug Splitter für eine Evo. Hier hätten wir unseren Santa Boom, mit dem haben wir schon ewig lang nichts mehr gemacht. Irgendwie schon schade, der hat eine 3er Streuung. Ich persönlich denke, das bringt nichts, aber 2 Freunde von mir, Lord Enchen und ein anderer, wollten unbedingt, dass ich das mache, also habe ich mir einfach gedacht, komm, mach's das mal. Der hat hier Wiederbeleben, also ich würde sagen, das Wiederbeleben gar nicht mehr so übel ist, vor allem, weil der halt Selbstzerstörung hat, deswegen ist das schon ganz witzig. Hier, die habe ich keine Runen. Das ist eine 160er Pixie. Ja, keine Ahnung. Hartnäckigkeit, Level 3. Habe ich hier kein besseres? Na, wieso nicht? Wieso gebe ich dir nicht einfach eine 5er Streuung? So. Ist ja auch egal. Jedenfalls hätte ich dann hier noch einen Level 160er Kürbis. Was sage ich schon? Kürbismeister? Nein. Hexenmeister. Mit 8 Sternen. Ja, keine Ahnung. Hat einen 1er Wiederbeleben. Ist nicht übel. Mal zum nächsten, das ist ein Gargoyle. Hier ist er Wiederbeleben exorbitant geil, weil es 6 von 10 hat. Okay, fucking 6 von 10. Hier habe ich nochmal. Das hier, mir wurde gesagt, Bollwerk wäre besser, aber ich würde sagen, kriegt Gott einfach seine Heilung zu OP. Hier könnte ich die richtig auch mal upgraden. Ich will den dann als nächsten involvieren, dann hätte ich 3 Evos, ja. Hier nochmal meine Kürbishexe, die ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ganz gut. Ja, komm, die tun wir auch mal ein bisschen weiter. Und das machen wir mit, das, mit Hilfe der Seite, das bringt mich weiter, DG. Ah. Schön. 10. Keine Ahnung, wieso ich damit so geizig war. Und den mache ich auch noch mal ganz schnell weiter. Oh, Spoiler-Alarm, scheiße. Hier haben wir ja noch einen wunderbaren.
Hier haben wir einen wunderbaren Level 160er Michael mit 4 von 8 Wiederbeleben. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja, was sollte ich dazu eigentlich noch sagen? Hat 4 von 8 Wiederbeleben. Das war's. Wirklich, mehr musste man zu dem nicht sagen. Der ist ein 7 von 10er. Ist er nicht so krank, aber Leute, der ist einfach gut mit Kombination. In Kombination mit dem Kürbisherzog, denn wenn die beide das hier haben, das ist einfach sehr stark. Dann haben wir hier einen Anubis, ach so, kleiner Funfact, der hier wurde Free-to-Play gerollt, Michael. Und Anubis übrigens auch so. Anubis ist, würde ich sagen, einer der stärksten Helden, aber nicht der stärkste, ich würde sagen, es gibt Leute stärker. Also. Anubis mit einem 6 von 10, 2er Kriegsgott und auch noch Berserker, weil ich das Ganze eigentlich auch geil finde. Ist auf jeden Fall mal sehr, sehr nützlich am Start. Ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Der hat so eine lange Ausrasterbeschreibung, also ich nenne das ganz mal Ausraster, nicht besondere Fähigkeit. Keine Ahnung, wieso. Habe ich in der 5. am Anfang so gemacht, habe mich mal reingewöhnt. Hier haben wir einen Ronin, der wurde übrigens auch free to play von Lord Ancient auf meinem Account gerollt. Mit einem Level 6er Kriegsgott, das ist einfach nur unglaublich stark mit dem. Also der ist jetzt sowieso der beste Damage im Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ja, da war es zumindest mal. Hier hat er dann auch noch Lebenszug, das ist sehr, sehr geil, weil der ja dort unsichtbar wird und sich dann noch hochzuheilen, das ist einfach nur. Ja, keine Ahnung. Es ist einfach viel zu stark. So, hier hätten wir noch eine Succubus, die ist scheiße. Der auch. Ich glaube, die muss ich nicht mehr extra erwähnen. Ja. Sorry, das iPad ist gerade ausgegangen. Ja, hier haben wir noch einen Immortep. Dort haben wir einen Beastmeister. Der ist auf jeden Fall ganz witzig. Ja, keine Runen, weil ich ihn nicht mehr benutze. Hier eine Lady Leo, wisst ihr noch früher, als die total im Hype war. Oh ja, ich will Lady Leo haben. Die war gar nicht, die ist nicht so geil. Ich wollte die, als sie im Hype war, nicht haben. Jetzt habe ich sie, glaube ich, 3-mal oder so. Ja, keine Ahnung. So geil ist sie nicht. Hier nochmal ein Atlantikor. Den finde ich eigentlich auch. Den finde ich gar nicht mehr so übel. So muss ich jetzt echt sagen. Den mag ich. Ja. Hier haben wir noch einen wunderschönen Dragax. Ja, was muss man eigentlich noch zu dem sagen? Dreier Steinhaut ist nicht geil, aber es ist auf jeden Fall nicht übel. Das ist ein Bollwerk, sorgt dafür, dass er ganz in Ordnung ist. Ich benutze ihn eigentlich im verschollenen Schlachtfeld. Nemedusa geht auf jeden Fall auch immer klar. Auch wenn sie jetzt nicht sonderbar OP ist, also ja. Hat mal ein Dreier von 5er Erleuchten. Das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so übel an der. Ja. Gut, ich glaube, jetzt war es. Das war's so richtig. Hier haben wir noch einen Trianton, den wollte ich ja eigentlich nicht benutzen, aber scheiß drauf. Schön. Und hier hätten wir noch einen wunderbaren Geistermagier, weil ich so einen scheiß Free-to-Play, Pay-to-Win-Opfer bin. Sorry, Pay-to-Win-Opfer. Ja. Ich glaube mal, das war's. Oder? Achso, ja, genau. Jetzt kommen noch ganz viele Kopien von Helden und so weiter. Ah, hier ist mein Todesritter. Mit einem Einser erleuchten. Yay. Ja, hier habe ich nochmal einen Kürbisherzog. Ich. Keine Ahnung, ich sammle Kürbisherzog für mein Leben gern. Arschlich, hier ist noch einer. Mit 5 von 8 verlangsamen. Als Starter-Talent. Und irgendwie traurig, dass das ein 5er ist. Und ich halt, dass das halt nicht mehr Main-Kürbis ist, vor allem. Aber dass es dann auch verlangsamt ist. Und das finde ich irgendwie traurig. Ja, keine Ahnung, ich habe am Anfang richtig gehabt, nach Kürbisherzog auf halbe Kürbisherzog gekauft. Dann habe ich irgendwie einmal den für 14 Euro ein paar Tage gekauft. Dann habe ich fast jeden Monat oder keine Ahnung, jede Woche. Ich habe andauernd Kürbisherzog gerollt, war abnormal. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be